Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 11. Wir gucken uns heute das Spiel Dr. Bunny an. Bei Doktorspielen haben wir ja schon so unsere Erfahrungen dank Project Hospital. So, das hier ist, glaube ich, das Krankenhaus Nummer 1. Okay, da sollen wir hin. Oh, wir können unsere Pfoten waschen. Das hier, das sind wir, dieser kleine putzige Hase. Und hier draußen ist sogar eine ganze Stadt und ganz viele kleine Häschen, die hier rumrennen. Spannend, aber wir sollen ja hier hin. Starten Sie die Diagnose. Drücken Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge. Mhm. Gibt's da... Okay. Ich glaube, Zeit war egal. So, Diagnose ist erstellt. Huch, was soll ich machen? Ich bin mir nicht genau sicher, was ich jetzt machen soll. Da läuft ein Timer runter. Wurde mir das gerade gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen. Oder ist das... Ach so, oder wird er jetzt... Nee, der kann ja nicht geheilt werden. Wir haben ja nur eine Diagnose gemacht. Wir haben ja noch nichts getan. Ich hätte wahrscheinlich jetzt aufpassen müssen, was ich holen soll, ne? Oder? Kann ich hier denn irgendetwas tun? Ich kann Sachen... Ach so, ich soll das... Ah, ich verstehe. Wir sollen das jetzt quasi raufschubsen, ne? Nach dem, was man braucht. Verstehe ich das richtig? Okay, das ist ja... Hui... Warte mal, nee, das ist gar nicht gelb. Das ist orange. Ui, da bin ich ja völlig überfordert. Auf Zeit. Neuer Patient ist angekommen. Was? Ich habe keine Zeit dafür. Lass mich hier erstmal den einen abfertigen gerade. So. Man muss halt auch immer die Taste. Man kann nicht nur gegenlaufen. Man muss eh drücken. Tatsächlich. Ein bisschen komplizierter. Nein! Ich war zu langsam. Mein Patient ist tot. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich... Oh nein. Was ist das da? Das Fußkicksymbol? Oh, wie gemein ist das denn? Oh, das war aber auch echt fix. Also ganz ehrlich. D, A, D, Q, E. Ich hoffe, dass ich ihm helfen kann. Oh Gott. Okay, jetzt ist schnell. Jetzt wissen wir ja, was wir machen sollen. Ist jetzt die Frage, stimmen die Dinger hier überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Warte mal. Okay, doch, das ist noch richtig. Na, ah, ich will ja helfen. Ich kann nur nicht. Oh Gott. Okay, lila noch. Die stehen sich jetzt natürlich ein wenig im Weg. Ach so, so geht es auch ein bisschen flotter tatsächlich. Okay, ein bisschen zu flott für meinen Geschmack. Oh Gott. Ich hasse ja Sachen auf Zeit wie die Pest tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich würde gerne die Uhr weiterhin sehen, aber leider sehe ich sie nicht. Ich hoffe, dass sie jetzt überhaupt richtig, was ich hier mache. So? Und nun? Ah, okay. Ich hoffe, das Rezept stimmt jetzt überhaupt noch nicht, dass das... wir haben einen negativen... Ja, einen negativen Ruf, deswegen kriegen wir erstmal keine Patienten. Ist okay. Und? Stimmt das? Oder war das jetzt noch für den anderen? Okay, er gleitet langsam vom Bett runter. Ist wohl okay gewesen. So, tschüss. Wie süß ist das denn? Ich kick den jetzt hier tatsächlich raus einfach. Oh, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob das da stehen muss, aber hey. So, aber das Problem ist jetzt, wir haben schlechten Ruf und kriegen deswegen nichts. Warte mal, kann ich... Ach so, ich kann hier rauf und dem raus... Oh Gott. Oh, das ist ja... Wo ist die Mülltonne? Oh Gott. Das tut mir leid. Kleiner Hase. Oh nein. Kann ich hier draußen irgendwas tun eigentlich? Reputation für Kristalle. Keine Ahnung. Okay, hier gibt es irgendwelche Sachen. 0 von 10. Die müsste ich jetzt wahrscheinlich hierher bringen, oder? Und hier ist eine Münze. Die kann ich einsammeln. Okay, ich habe keine Ahnung genau, was ich hier tun soll. Also ich könnte hier wahrscheinlich die Dinger herbringen. Ach, das machen die selber voll. Und dann? Was passiert dann? Also die haben die gerade eingesammelt. Ist das das, was ich dann kriege? Oder? Oh, da ist ein Patient angekommen. Ich muss mal da... Oh, ich habe den einen Hasen gerade eine reingekickt. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu unseren Patienten. Oh, sie sehen ja überhaupt nicht gut aus. Ein bisschen sehr grün um die Nase. D, A, S, D, W, D, Q, S. Ich mache langsam. Besser, als sich zu verdrücken, wenn das schon nicht auf Zeit ist. So, dann
machen wir mal das hier. So. Ist halt echt die Frage, ne? Ob wir das da draußen so ein bisschen so aus... Oh ja, ich glaube, wir haben tatsächlich nicht unendlich. Wenn ich mir das hier an... Da steht ja eine 7 drüber. Oh. Also wir dürfen das hier nicht einfach unendlich verschwenden, scheinbar. Noch ein Patient ist angekommen. Oh nein. Darf ich bitte erstmal die Patienten, die ich hier... die schon da sind. Der eine. Warum haben wir eigentlich die ganze Zeit so einen Zettel in der Hand? Ist das so ein Notizblock? Aber warum kann ich da nicht schräg treten? Das wäre ein bisschen hilfreich, ja? Ja, okay. Ich sollte auch ein bisschen zeitmäßig, sollte ich besser planen, welche Dinger ich, glaube ich, hier zuerst rumschubse. Aber was mache ich jetzt, wenn was alle ist? Muss ich denn echt den ganzen Weg da hinten hin und die Sachen holen? Das ist ja voll weit. Also das hier wird auf jeden Fall, es ist putzig, es ist wirklich putzig. Die Musik ist ein bisschen flippig für meinen Geschmack, aber ja, das Ganze ist mit dem Zeitdruck. Das ist halt so ein Spiel, das Ganze vielleicht mal nebenbei machen. Andererseits, ja, mein Alltag ist momentan schon so stressig, dass ich ehrlich sagen muss, dass ich momentan lieber Spiele mag, die ein bisschen ruhiger sind, also weniger... Oh nein, das war falsch. Der da. Oh Gott. Kacke. Ja, der ist eh tot. Oh, es tut mir leid. Schlechteste Ärzte der Welt. Ich glaube, ich habe bei Project Hospital doch nichts gelernt. Ist okay. Gut, dass ich damit aufgehört habe. Oh, es tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. War nicht so gewollt. Aber warum hat denn das... Das hätte doch trotzdem helfen können, oder? Ihm schon. Also ganz ehrlich, es scheint ja hier völlig egal zu sein, welche Medizin man wem gibt. Das wechselt ja eh immer einfach irgendwie hin und her. Mist. Wäre schön gewesen, wenn es wirklich jetzt dem Patienten wenigstens geholfen hätte. Naja. Also so funktioniert es dann auch nicht so einfach. Wir müssen schon vorher die doofe Diagnose machen. Immerhin werden die auch zeitlich dadurch erst aktiviert, scheinbar. Also die hauen uns jetzt nicht ab. Okay, ich glaube, kann es sein... Obwohl, nee, da steht immer noch 3. Nee, okay, das ist gar nicht die Menge, die wir, glaube ich, haben, weil da steht immer noch 3 über dem Grün. Das stand da vorhin, glaube ich, auch schon. Das sind nur die Plätze, ne? 1, 2, 3, 4, 5... Ja, okay, das sind nur die Plätze. Okay. Was bist du? Du bist das hier. Gott, ich bin mir gar nicht immer so sicher, ob ich die Farben so richtig erkenne. Ich? So. Was? Wie schnell soll ich denn? Ach so. Kann es sein, dass ich einfach schon mal die ganze Medizin quasi zusammensetzen soll und dann einfach nur noch hinbringen soll? Also, dass ich das gar nicht gleichzeitig machen soll? Wahrscheinlich. Wir probieren das mal eben. E-E-A-A-S. Okay, es passiert tatsächlich nichts, wenn man sich verdrückt. Ich habe gerade aus Versehen Q gedrückt. Es ging dann einfach nur nicht weiter. Dann versuche ich jetzt mal tatsächlich einfach das dem zu geben. Huch, das war ein Weitersprung. Ob das funktioniert, weil dann wäre es ja easy. Dann müssen wir ja quasi nur alles vorbereiten und dem Patienten dann geben, wenn das gar nicht damit zusammenhängt, wer das hier kriegt. So, gucken wir mal, ob es hilft. Ja, tatsächlich. Okay. Also wir bereiten einfach die Medizin vorher zu, stellen die schon mal hin und dann geben wir die den Leuten da einfach. Eigentlich wollte ich ihn raustreten. Ich bin gerade hier so ein bisschen am rumhopsen. Was will der hier? Warum rennt der hier rum? Ich würde gerne die Toten hier so ein bisschen rausbringen. Oder Müll schmeißen oder so. Ich weiß nicht. Aua! Sag mal, hat der mich gerade geschubst? Das ist ja wohl eine Frechheit. Die schubst mich hier einfach. Boah, Arsch. Das geht ja wohl gar nicht. Ich möchte wirklich erstmal den Toten hier raus haben, bevor ich irgendwas Neues mache. Aber ich glaube, ich muss fast ehrlich sagen, ich glaube, wir haben genug gesehen, oder? Die Musik macht mich gerade ein bisschen kürre. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch viel... Die schieben hier die Sachen hin und her. Oh, da kommt schon wieder ein Patient, ne? Ich würde mich mal kurz ein bisschen in der Stadt umgucken. Ich glaube, hiervon habe ich gerade echt genug. Ich weiß nicht, was das hier, wie gesagt, macht. Die füllen das. Ich weiß aber nicht, ob uns das irgendwas bringt. Also hier liegen Münzen rum, ja. Ich weiß aber auch nicht, wozu wir die Münzen brauchen. Ist das unser Ruf? Nee, oder? Auf jeden Fall kackern die das hier irgendwie aus. Was haben wir hier? Das sind wohl die Behausungen, wo die Häschen wohnen. Okay. Die sehen, glaube ich, auch alle gleich aus. Und hier haben wir noch eine große Schlange. Ach, süß. Da
Es scheint unser Logo zu sein vom Krankenhaus. Okay. Oh, was haben wir hier? Das ist geschlossen. Öffne das Krankenhaus. Geht nicht. Da braucht man 500 Ruf, um dieses Krankenhaus, diesen Teil zu eröffnen. Hi! Jede Minute kommt ein neuer Patient an. Wenn Sie einen negativen Ruf haben oder keine freien Betten haben, können Sie keine neuen Patienten haben. Okay, untersuchen, Medizin machen. Obwohl, doch, es ist schon die Reihenfolge eigentlich. Untersuchen, Medizin, geben Sie das Medikament. Treten Sie den Patienten vom Bett. Also eigentlich soll man schon quasi erst den Patienten untersuchen, dann die Medizin machen, nicht umgekehrt. Erste Hilfe. Um 2 Minuten verlängern. Ah, okay, man kann die Zeit ein bisschen pushen. Hier ist die Medizin. Wiederbelebung. Ach. Wenn der Patient tot ist und Sie ihn nicht vom Bett geworfen haben, können Sie ihn wiederbeleben. Gib ihnen einfach die Medizin. Ach so. Zufällige Medikamente haben eine 50%ige Veränderung der Heilung. Also wir können ihm trotzdem die Medizin geben. Und Outfit gibt es auch noch. Verlängert auch das Leben, wenn wir so eine Maske aufhaben. Okay, also man kann noch ein bisschen was machen, um sich Zeit zu erkaufen. Oh, unsere Betten wären gerade voll, ist mir aber egal. Ja, und die Toten hätten wir dann gar nicht raushauen müssen, verstehe. Die könnten wir mit Medizin auch heilen. Der liegt hier ein bisschen falsch, ne? Auf dem Kopfkissen? Na gut, wenn ihm das besser gefällt. Mensch. Aber ganz ehrlich, man kann sich sparen, ne? Ich kann auch die Medizin herstellen und einfach die Medizin denen dann geben direkt. Wäre auch möglich, wie wir gerade gesehen haben. Glaube ich zumindest. Na gut, Leute. Dr. Buddy, ein kleines Spiel für zwischendurch für Leute, die Zeitdruck mögen. Wie gesagt, ich bin da nicht so der Fan von. Deswegen wird das hier auf jeden Fall kein Spiel, das ich länger spielen würde. Aber vielleicht haben ja einige von euch Freude an so einem kleinen Spiel für zwischendurch, das ein bisschen die eigene Pumpe quasi arbeiten lässt. Na gut, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen mit Spiel Türchen Nummer 11. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu Türchen Nummer 12 wieder. Bye, bye.